So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Wir sind gerade auf der Suche nach der... Also wir müssen nochmal schauen, was war nochmal Saronia für ein Ort? War das hier Saronia? Ich weiß es nicht. Ich kann hier zumindest landen, das hier ist... Südöstliche Saronia, ja. Das heißt, wir müssen hier irgendwo im Süden einen Schrein finden. Wo könnte das sein? Ingus, zeige uns die Karte. Okay, augenscheinlich da im Westen die Höhle vielleicht. Ist das der Schrein, wo wir hin müssen? Ja, Schrein der Unheit, da müssen wir hin. Dann ist das richtig. Speichern. Ich möchte nicht diesen Weg nochmal laufen müssen. Ich speichere ja sehr oft, das wisst ihr. Und rein da. Puh, jetzt bin ich gespannt. Obwohl, nicht gehen wir lieber. Ach, das ist... Ja, hier waren wir ja schon mal. Sagt der Papagei irgendwas? Oder Vogel oder was auch immer. Moment, ist das etwa Noahs Laute? Wenn ja, könnt ihr Unheil wecken. Noahs Laute beginnt zu spielen. Ihr Klang, der bis in die Welt der Träume reichen soll, erfüllt den Raum. Oh. Kopfstimme! Oh. Oh. Ihr habt es vollbracht! Una ist erwacht! Ah, grad! Oh, habe ich gut geschlafen. Lora, auf meine Schulter, sofort. Jawohl, Meisterin. Oh, ich muss wohl meinen alten Knochen wieder in Sprung bringen. In Sprung, nicht in, also in Schwung, nicht in Sprung, so. Hier. Macht ihr jetzt Frühsport oder was? Unheil, Wächterin der Traumwelt, zu euren Diensten. Hohoho. Die Welt der Träume war ein guter Ort. Wahrscheinlich habe ich einfach nur vergessen, wie toll die Wirklichkeit ist. Und nun zu euch. Loga hat mir in meinen Träumen von euch erzählt. Wir brauchen die Invincible, nicht wahr? Dieses feine Schiff wird euch über bestimmte Berge tragen. Wir finden sie in den alten Ruinen des Norden. Im Norden. Los, worauf wartet ihr? Lasst uns gehen. Was? Moment mal. Was ist, junger Mann? Es ist dir peinlich, mit einem alten Weib wie mir gesehen zu werden? Nein, gar nicht. Dann hör auf zu gucken und setz dich endlich in Bewegung. Ich mag die Alte irgendwie. Ja, hat sich der Gruppe angeschlossen. Wir haben also mal wieder einen Begleiter. Ups, bevor ich es vergesse. Hier, nehmt das. Zahn des Feuers erhalten. Woher? Ihr dürft diesen Zahn nicht verlieren. Und die zwei anderen in eurem Besitz natürlich auch nicht. Sie werden euch helfen, an den vier Statuen, die Cassandra zum Schutz seines Turms aufgestellt hat, vorbeizukommen. Es gibt einen letzten Zahn, den Zahn der Erde. Um ihn zu gewinnen, müsst ihr allerdings zuerst die Invincible finden. Und jetzt sprudelt euch, die Zeit drängt. Ah, jetzt verstehe ich, wie das mit den Statuen ist und dass man sonst von denen umgehauen wird, wenn man augenscheinlich nicht diese Zähne hat. Okay, im Norden hieß es. Magie. Sicht. Sehr nützlich, der Zauber. Ah, okay, da oben einfach. Na dann. Dann schauen wir, dass wir hier irgendwo wieder reinkommen. Hier müsste es eine Höhle oder sowas sein. Ach ja, hier gab es ja diese Ruine, die wir auch mal besucht hatten. Wo war die? Nee, das hier ist Saronia, das ist noch nicht... Das ist nicht richtig, Das war's. Hier kann ich nicht landen. Hier. Zufrieden, so. Speichern. Einmal schön durchspeichern. Was ist denn hier? Ja, die alten Ruinen, hier müssen wir hin. Eine
Also, wir kommen irgendwie keine Aufnahme ohne Ruinen aus. Ach, dieses Viech. Pyralis. Komm, probieren wir es mit Eis. Ist ja ein wechselwarmes Vieh, hoffentlich. Was haben wir hier? Protest hatten wir doch, oder? Ja, aber nur dreimal. Ha. Eroga, Hast und Steiner. Analyse. Ja genau, ich könnte ihn mal analysieren. Ich werde das erledigen. Hast. Oh. Das ist geil. Erdbeben. Also, dass die uns mit Hast bufft, ist geil. Eisra. Ja, der Schaden kann sich sehen lassen. Analyse. Pyralis. LP sonst so. Schwäche Eis, Schwäche Wasser. Okay, wir wissen, Eis macht also Schaden. Komm, machen wir normales Eis. Das dürfte eigentlich inzwischen reichen. Was haben wir sonst? Konfus. Nur das lassen wir analysieren nachher ein paar Gegner wieder. Komm, Aero. Erdrutsch, auch gut. Ja, der ist hin. Aber dass die Alte uns mit Hast bufft, ist schon geil. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie auch noch einen Angriffszauber. Wir haben uns den Studien der vom Volk der Alten hinterlassenen Ruinen verschrieben. So ein Volk der Alten gibt's irgendwie immer, oder? Eine Mauer aus Adamantit stürzte während des Erdbebens ein. Wir haben jeglichen Kontakt mit dem Forschungsteam tief in den Höhlen verloren. Vor kurzem ist ein Einsturz erfolgt, das Adamantit versperrt nun den Weg tief in den Höhlen. Okay. Ach, die Viecher, ja, das waren die, die sich vermehrten, oder? Ja, komm, zünden wir sie erstmal an. Oder ich würde sagen, ich ziehe lieber auf einzelne. Und du analysierst mal wieder, dass wir mal wissen, was die können. Analyse war hier. Komm, den in der Mitte. Ist ja alles dasselbe. Feuer! Erdrutsch, okay. Ich glaube, das war der in der Mitte. Egal, dann analysiert er einen anderen. Fresser, LP so und so. Ja, 2700, okay. Schwäche Dunkelklinge. Das heißt, der hat explizit gegen eine Waffe eine Schwäche. Gut, dann können wir die vergiften. Wäre eine lustige Sache. Komm, wir können die auch alle in Frösche verwandeln. Ah, nee, kann ich nur einen. Verwandeln wir den in einen Frosch. Gift? Klappt es? Nein, natürlich nicht. Oh, Refir braucht... Ah, nee, doch nicht. Refir braucht gar nicht Leben. Das sah gut so aus. Aber wieder einer hin. Ich glaube, beim Teilen teilen die auch ihre Lebenspunkte. Also, so schlimm ist das jetzt nicht. Natürlich vorbei. Hört mal, Leute, geht mir nicht auf den Sack. Komm, du haust. Ein Erdbebener, also jetzt sind sie hin, oder? Wunder. Einer lebt noch, oh. Ja, teile dich nur. Aber es reicht für beide. Man sieht, die teilen ihre Lebenspunkte mit. Berufsstufe gestiegen, yay. Berufsstufe gestiegen, yay. Berufsstufe gestiegen, yay. Das ist ja immer besser hier. Hier war's. Lasst mich das machen. Traumsteine sollten jedes Material aus dieser Welt einschließlich Adamantit zerstören können. Trete zurück, jetzt geht's los. Beeindruckend. Also, wir kommen weiter, so wie es aussieht. Hm, das war ermüdend. Ich vergesse manchmal, wie alt ich bin. Na los, steht nicht so blöd rum. Die Invincible wartet auf euch. Vorwärts.
Sag nicht, die steht da einfach. Ohne Bosskampf oder so. Aber die Wand rechts sieht aus, das könnte man wahrscheinlich durch. Ach, diese Schleimbatzen. Azrael, genau so hießen sie. Die möchte ich aber auch einmal analysieren. Aber ich werde weiter mit typischen Stufe 1 Zaubern angreifen, bis ich weiß, was die können. Analyse. Ich werde das erledigen. Passt. Sehr schön. Werden wir mal schneller. Gertrud, ja, der rechte ist hin. Feuer. Analyse natürlich. Mal schauen, was kann der? Azrael, ja. 1950 maximales Leben. Schwäche Dunkelklinge. Die haben alle irgendwie Schwäche Dunkelklinge. Na gut, jetzt sind sie hin. Mensch, Refias Damage Output ist so gewaltig inzwischen. Ich muss mal kurz gucken, habe ich nicht sogar so ein Ding Inventar? Item. Oh, ne. Zauberrot mir. Nee, keine Dunkelklinge, so wie es aussieht. Egal. Das hier sieht doch aus, als kann man. Nee, es ist kein Geheimgang hier. Interessant. Okay, das. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Hm. Erstmal Gegner, natürlich. Wir hauen einfach wieder mit Eis und sowas rein. Macht ja keinen Unterschied. Und solange wir die alle schädigen, ist es ja auch nicht weiter schlimm. Ist jetzt nicht so viel, aber... Refia nimmt eh immer einen raus. So tun wir wenigstens was. Und verballern auch mal die Stufe 1 Punkte. Aua, Vorsicht. Da werde ich jetzt ein bisschen sauer. Vitra mal auf sich selbst. Ja, wieder einer hin. 2900 Schaden mit so einem scheiß Erdrutsch. Und plopp, über 900 Leben zurück. Da kam aber rechtzeitig. Und Geblitzdingst. Na, geblitzt, nicht Geblitzdingst. Ich weiß nicht. Hat einer von euch Men in Black gesehen? Ich finde den Film ja ziemlich gut. Komm, wieder mal auf alle. Ach, jetzt wirst du es wieder erledigen? Sanctus, was auch immer das macht. Alter! Mach das bitte mal in einem Bosskampf, Alte. Also so viel Schaden hätte ich von der jetzt nicht erwartet, aber Sanctus scheint wohl eine sehr hochstufige Weißmagie zu sein, um halt Schaden zu machen. Und wenn die das so gut hinkriegt, dann jetzt multiplizieren, na gut, multiplizieren, Teilung. Ich weiß nicht, ob die sich beim Multiplizieren auch wieder heilen, das ist ein bisschen nervig. Egal, es wird schon irgendwie. Oh, ein Windkling. Ausnahmsweise mal keine Erdattacke. Neben Multiplizieren kann der wohl auch nicht unbedingt groß seine Lebenspunkte erhöhen. Oder ach nee, heilt er sich dabei? Keine Ahnung. Falls die neuen Viecher sind immer sehr schwach. So, jetzt aber, oder? Ja, spätestens hiernach ist er hin. Die sind ja nicht wirklich gefährlich, die sind halt nur lästig. Hm. Ein paar Berufsstufen abgegriffen, immer schön. Komm, gehen wir erst hier rein.
Sieht aus, als ging es hier weiter. Dann eben erst rechts rein. Könnte auch sein, dass... Ah ne, hier ist eine Truhe. Reflekpanzer, das klingt ja nach was Nettem. Verhindert einige Zustandsveränderungen. Ja gut, aber dafür gehen 10 Rüstungen runter. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ich lasse mal den Diamantpanzer. Außer die Gegner werden zu magieaffin, aber... Ach, der hatte die Eisschwäche. Reizen wir den mal. Und der Rest haut. Ich werde es erledigen, mal wieder. Hast ist eine schöne Sache, aber... Na, wir haben eigentlich keinen, der so wirklich von Hast so groß profitiert, oder? So, deine Mutter klaut bei Kick. Ja, der Damage-Output ist gut. Mal schauen, wie es bei Eis normal aussieht. Auch mal 1300, also ist eine Schwäche, definitiv. Aua, der macht Schaden, das ist nicht schön. Also, wundert euch nicht, da hat gerade jemand an meine Tür geklopft, aber ich bin ja gerade beschäftigt. Quatsch, ich wollte ja 13. Den Damage machen ja andere. Und einmal durchheilen, kann den schaden. Deine Mutter zieht LKWs im DSF. Da. Ja, wir haben immer noch einen Welpen unten und der kläfft manchmal sein Essen an. Das ist eine blöde Angewohnheit von dem. Da bringt man dem mal irgendwas Besonderes mit und der kläfft es erstmal an. Prost, ja, Stufe gestiegen. Wundert euch also nicht, wenn ihr zwischendurch ein Kläffen hört. Da ist dann die kleine Töle. Ihr wisst, ich meine das nicht ernst, nur manchmal ist er doch ein wenig nervig. So, hier geht's dann weiter. Wenn es eine Treppe gibt, dann werde ich die erstmal nicht gehen. Ach, hier sind noch einige Leute. Einige Händler stehlen Waffen und Rüstungen aus Ruinen wie diesen und verkaufen sie ohne Vorbehalte. Ich habe das Gefühl, dass in diesen Ruinen etwas Kostbares verborgen liegt. Ja, das könnte sein. Viele Zeichnungen und jedem Gemälde, das wir aus den Ruinen bargen, prangt ein riesiges fliegendes Schiff. Das ist dann wohl die Invincible. Ich glaube, dann gehe ich doch erstmal die Treppe runter und schau mal, was hier ist. Vielleicht ist hier nämlich doch nur eine Truhe oder sowas. Ja, nein. Ja, Azrael. Komm weiter mit Eis und sowas draufhauen. Und immer wieder mal durchheilen. Glück. Glück. Ja, Refir braucht Heilung, aber die Viecher sind jetzt wirklich nicht der Rede wert. Sie machen schon so ein bisschen Schaden, aber ich finde sie jetzt nicht so schlimm. Au, hör mal, Krippen ist jetzt aber böse. Ja, teilt euch nur. Ich mach weiter schön meinen Flächenschaden. Und der heilt weiter gegen. Und wieder ist einer tot. Der ist jetzt nicht so riesig viel Heilung, aber es reicht. Tack, tack. Und... lästige Ätzviecher. Teilen sich natürlich auch immer wieder, aber immerhin verlieren sie dabei Lebenspunkte ins. Also, ich meine, das ist jetzt nicht das Tragische dann. Okay, jetzt sind sie hin. Ja, ich glaube, der Hund kläfft wieder seine komische Rinderkopfhaut oder was wir dem diesmal mitgebracht haben an. Komm. Jeder kann die einmal brauchen. Geht's denn hier wirklich? Ja, das sieht aus, als ging es hier weiter. Dann muss ich doch wieder zurück und erstmal die anderen... Oh, ich sehe gerade, die Folge geht ja schon, wer weiß wie lang. Ja komm, dann mache ich noch kurz den Kampf. Habe ich einfach komplett die Zeit vergessen.
Jedenfalls, ja, mal schauen, wie schnell wir die platt kriegen. Dürfte eigentlich ganz gut gehen. Ja gut, Aero macht jetzt nicht so viel Schaden. Eis auch nicht, aber... Ja, teilt euch nun mal wieder. Teilen ist ja eines der obersten Gebote hier, so wie es aussieht. Jedenfalls habt ihr dann halt heute eine etwas längere Folge. Auch wenn es die meiste Zeit nur um stupides Draufhauen ging oder Magie und sonstigen Kram. Jedenfalls die meiste Zeit haben wir jetzt bisher damit verbracht, einfach nur irgendwelche Viecher zu verkloppen. Ja, teilt euch nur immer weiter. Probieren wir es mal mit Feuer. Und warum kann ich mein Erdbeben kommen, wenn wir es brauchen? Ah, jetzt wirst du das erledigen, schon klar. Mit Hast. Das hätte auch früher kommen können. Ein Erdbeben. Gut, damit ist der Kampf gewonnen. Jedenfalls hoffe ich, ihr habt Spaß mit dem Play. Lasst konstruktive Kritik da, ein Däumchen wie ein Träumchen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Es wird das Let's Play Final Fantasy 3. Also bis dahin. Cheerio.